So, die Knorke kommt so gleich nach. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal runter. Ich habe mich gebindet, du wahrscheinlich auch. Ja, hol mir erstmal eine Kiste hoch, bitte. Ah, du brauchst eine Kiste, alles klar, gut, gleich. Ich muss erstmal die Augen mal kurz wegmachen. Zack, 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 zack. Und ich hole ihm eine Kiste, dem Kistenmeister. Mit ein bisschen Glück überlebe ich das sogar. Ah, die Kiste ist toll, aber die kriege ich nicht auf. Hehehe, tick, 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 tick. Oh, haben die das Ding genervt? Ich hoffe nicht. Oh, Ektoplasma, hervorragend. Ja, Ektoplasma bin ich natürlich total scharf drauf. Damit muss ich mir ein paar Sachen herstellen. Da ist ein Necromancer im Übrigen. Den ich jetzt auch schon erledigt habe. Jetzt gucken, ich brauche mehr Hitpoints im Übrigen. Ich bin verlangsamt, ich kann gerade nicht so schnell. Da ist die Kiste im Übrigen, die du haben wolltest. Die müssen wir kurz leer machen. Jester's Arrows nehmen wir mit entgegen diese. Platinum Bars brauchen wir nicht mehr. Okay, war normaler. Puh. Shadow Key nehmen wir mal für Knorke mit, falls er keinen hat. Und Healing Potions brauchen wir nicht. So, kannst Nip nehmen. Ist frei. So. Habe ich eigentlich mein Gold damit mitgenommen? Ja, aber 6 Gold ist nicht so schlimm. Das ist schnell wieder zusammen. Ich gehe schon mal runter. Guck mal, wie die Lage da unten so aussieht. Okay. Komm gleich nach. Mach das. Die Sache ist die, weißt du, ich habe irgendwie 3 Platin, 75 Gold und so. Ja, es ist klar. Dass da natürlich das die machen sollte, ist absolut klar. Was war da? Ja. So. Wir waren immer noch auf der Suche nach dem blöden. Ach ja, Paladin ist da. Wirft schon wieder mit hier, du weißt schon was rum. Hammer. It's Hammer Time. Dö, 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 dö. If I had a hammer. So, warte mal. Nö, sie haben es nicht genervt, definitiv nicht. Das ist halt die Sache. Ich brauche unbedingt die Ausrüstung, die Mana-Schaden und Crit erhöht. Sonst lohnt sich die Ausrüstung nämlich nicht. Jetzt ist er wieder weg. Wo ist er denn hin? Ja, wo ist er denn? Ich will nicht mehr diese Knochen haben. Ja gut, die halten auch ein bisschen mehr aus da unten, das ist klar. So. Ja, komm. Oh, es hat einen geilen Knockback, das Ding. Das ist schon ziemlich cool. Ich weiß nicht auf was. Ja, die sind hier unterwegs unter anderem. Ey, auf irgendwas schmeißen meine Jungs. Ist doch gut. Was sollen sie doch machen? Aua. Ach, es macht nur einen Schaden. Okay, das ist nicht schlimm. Die schießen. Ach, das ist wieder dieser komische Linksbums. Dieser, Tactical Skeleton-Typ. Was ist das denn? Oh! Der Darkling war gerade da. Oh, ich muss mich heilen. Wo ist meine. Ach, ficken. Ich habe meine Health Potions nicht ausgetauscht. What the fuck? Hell Armored Bones? Ja. Ach, die kennst du noch nicht? Okay, hast du jetzt was Neues? Nein, die hatte ich noch nicht gesehen. Einen Golden Key gefunden, den brauchen wir eh keiner. Alles, was du. Ektoplasma! Hast du einen gesagt? Yep, brauchst ja auch. Nie zu Ektoplasma. Bin quasi so ähnlich wie Dingsbums. Ghostbusters. Da ist nichts mehr drin, okay. Gucken, ob hier oben noch irgendwas war. Kisten, nee, jetzt auch nichts. Da ist noch ein Bild. Das nehmen wir noch mit. Die Catacombs, ich weiß nicht, ob ich sie schon hatte. Deine Minions machen unten eh alles platt. Und ich mach mit meiner Blase. Haha, Blase. Er hat Blase gesagt. Oh, nichts kaputt. Ich geh mal runter. Mir folgen. Ich glaube, sie haben ein bisschen weniger Monster jetzt hier drin. Also, man kann sich jetzt hier wenigstens wieder einigermaßen bewegen. Hier ist noch eine Kiste. Mit noch mehr Jester's Arrows. Die nehme ich nochmal mit. Ansonsten eigentlich nichts Großartiges. Das sind Blue Armored Bones. Die waren ja auch schon vorher da. Ach, guck mal, da haben wir wieder eine Falle, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Ektoplasma. Ach, da ist sein Lieblingsfreund da oben wieder gefunden. Oh Gott. Echo. Was? Echo? Plasma! Muss mal kurz meine
Potion Ohr süffeln. So, dann gehen wir hier weiter. Wenn wir mal gucken, dass wir hier irgendwo die Kiste finden. Das ist auch eine normale. Wo waren die denn, verdammte Axt nochmal? Kurz die Gartenkralle genutzt. Das ist okay hier. Das ist auch normal. Das war eine Falle. Und zwar eine mit Vergiftung. Ja, ist hier ein bisschen grün aus um die Nasenspitze. Auch eine normale Kiste. Okay. Ist hier noch irgendwas drin, was wir gebrauchen können? Spelunker nehme ich sogar mal mit. Die könnten tatsächlich mal wieder was taugen. Oh, hier unten ist was los. Okay, alles klar. Da warte ich mal kurz, bis das alles weg ist. Sehr schön. Kohle, 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 Kohle. Aber im anderen Sinne. Ey, vor allem, da kommt immer wieder Zeug nach. Ja, ja, klar. Dauerhaftes Mega-Spawn. Oh, da ist wieder so ein komisches. Oh, und ein Necromancer dazu. Okay, dann bleiben wir mal kurz hier oben. Paladin. Autsch. Ja, ich hab dafür einen Necromancer hier. Der Paladin kann ja nicht springen, der kann nur Äxte werfen. Dementsprechend dürfte das ja schon ganz gut gehen bei dir. Setz dich einfach hoch. Da passt die Sache. Ah, das ist eine grüne Kiste. Jetzt müsste die Jungle Chest sein. Ja, und sie ist offen. Da drin ist Sealess Piranha Gun. Und eine Gravitationspotion. Ich hab die Piranha Gun. Ich hab die Piranha Gun. Denn ich lasse sie ran. Die Piranha Gun. Kann ich mal ausprobieren hier unten. So, erste Kiste also geöffnet. Die ist aber nicht so toll irgendwie, finde ich. Ist eigentlich ziemlich langweilig sogar, muss ich sagen. Geh ich wieder auf die hier. Du verschießt ja Piranhas, aber halt nur so ganz kurz. Das ist relativ sinnfrei, finde ich jetzt. So, weiter geht's. Suche ich auf jeden Fall noch die Eis. Suche ich noch. Oh oh. Aber bisher wenigstens oben. Necro. Ach, ist wieder so ein Dings angekommen. Necromancer. Wieder vergiftet. Diese Fallen überall. Oh, Necromancer. Ab du Drecksvieh. Der hat eine ziemlich hat eine riesige Reichweite, das Mistviech. Kisten, was ist das? Aqua-Scepter brauchen wir nicht. Okay, da trifft er mich eh nicht. Ich bin schon wieder verlangsamt, weil er mich erwischt hat, aber. Das ist normal. Oh, Paladin. Das könnte jetzt gefährlich werden. Da kommt mich gerade runter. Und der Necromancer ist oben. Und der Typ auch. Uiuiui, das ist echt. Ja, ich bin glaube ich gleich im Arsch. Schnell noch eine Potion getrunken, die 5 wieder rausgekribbelt. Den Typ mir noch platt gemacht mit seinem Raketenwerfer. Ah, schon wieder einer. Scheiße. Oh, hab ihn. Noch einer, der ist normaler. Ich bräuchte mal eine Sekunde Pause hier, unglaublich. Ich habe schon wieder gefressen. Fucken, ja, was war das denn? Das weiß ich nicht. Bone Lee. Ah, Bone Lee, den ich letztes Mal gerade so erwischt habe. Mit dem Gürtel. Ja. Der ist verdammt schnell. Die Piranha, ja. Piranha Gun ist 44 Range Damage, 21 Critical Strike. Da ist der. Wenn ich den Gürtel gerade von Bone Lee nicht angehabt hätte, dann wäre ich jetzt schon platt gewesen. Ich bin nämlich gedodged. Bone Lee oder von wem? Nee, Bone Lee, der Gürtel, gibt dir die Chance, dass du in einem Angriff ausweichen kannst. Dann leuchtest du ganz kurz, so blinkst ganz kurz. Und der Typ hat da gerade wieder seine Äxte geworfen in dem Moment. Und ich habe auf den Dings geguckt. Latches onto enemies for continuous damage. Das heißt im Prinzip, wenn ich die hier nehme, die Piranha Gun. Ah, oh, okay, die ist aber geil. Du musst die halten. Oh, die ist super overpowered. Du musst nur treffen können, was ich gerade nicht kann. Geil! Ist das Ding geil? Ich hab nichts gesagt, die ist super. Vor allem ist das eine Fernkampfwaffe. Und ich bin auf Fernkampf momentan gedingst. Pass mal auf jetzt hier. Ja, Fu, Bone Lee und Necromancer. Au, 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 au. Ich bin auch fast tot. Fu, weil Paladin hier unten. Das ist ja mal geil, ey.
frisst er das auf. Der kann im Übrigen, dieser scheiß Paladin kann durch Wände schmeißen. Der kommt nicht hoch, vor allem. Oh nein! Scheiße. Knorker schreibt, er kommt gleich. Von Armor Polish. Ich lass mal mein Gold ne, und so auch mal hier das restliche. Das andere, was unten rumliegt, gehört an mir. Dementsprechend, wenn du was finden solltest, tust. Wenn ich so weit überhaupt runterkomme. Du hast Armor Polish gefunden? Also ich habe definitiv noch zwei Temple Keys, wobei das ist zum Tempel öffnen unten und ein Frozen Key. Das heißt, die Dingskarte, Dings suche ich noch. Ah, jetzt muss ich wieder runter da. Der Piranha, der, du hältst die Taste wie bei deiner Magic Missile fest, ne, die kannst du ja lenken. Und den Piranha musst du einmal zielsicher irgendwo kurz hinwerfen und dann einfach deine Taste festhalten. Dann beißt der auf dem Gegner, egal wo er hingeht, die ganze Zeit drauf rum, bis der Gegner tot ist. Solange du den Finger festhältst. Nom 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 nom. Und tot. Das ist im Übrigen bei Bosskämpfen in der Hinsicht ziemlich cool, weil du musst nur einmal treffen und hältst dann einfach fest. Musst dich nur noch bewegen in der Zwischenzeit. Zeig dir das mal kurz. Du, wo bist du denn ungefähr? Du bist da. Ach, der Paladin. So, bin tot, aber ich habe den Paladin einmal kurz getroffen. Scheiße, Mann! Ich könnte da oben mal deine Hilfe brauchen bei Paladin. Ich habe hier Necro. Ach, die Tür ist zu, deswegen. Ja, der Necro geht ja schnell. Müsstest du ja eigentlich mit deinem Dings machen können, mit deinen Pikmis, oder? Oder nicht? Na, der will so einfach auch nicht sterben, jetzt ist er tot. Alles klar. Ja, da ist meine Sphere und der Piranha cool. Wenn ich ihn einmal treffe, dann folgen die Piranhas an ihm dran, auch wenn er teleportiert. Das ist ganz angenehm. Und er verreckt dann relativ schnell. Der Paladin allerdings hat das Problem, und ich hatte mit dem Paladin das Problem, der wirft halt diese scheiß Äxte. Im Übrigen verdammt hoch, wie jetzt auch gerade wieder. Das hat er vorher nicht gemacht. Zumindest nicht die Höhe. Da schon wieder. Ich meine, ich muss mich die ganze Zeit dann bewegen bei ihm wahrscheinlich. Ich muss jetzt erstmal Folgendes machen, pass auf. Okay, ich habe ihn und jetzt muss ich weg hier. Ich halte jetzt die ganze Zeit fest. Hörst du es? Hörst du es? Wie er Schaden kriegt? Das ist der Piranha, der ihm dran sitzt. Ich sitze hier hinten, aber Piranha macht weiter Schaden. Das Ding ist Imba und ich meine mit Imba overpowered. Ich muss nur festhalten. Kriegt die ganze Zeit Schaden. Bye bye, Paladin. Oh, aber ich kann mich nicht wehren in der Zwischenzeit, das ist mein Problem. Ich muss also hier ein bisschen gucken, dass ich in Sicherheit bleibe. Und da geht er down. Ich sehe es doch. Ja, yeah. Nam 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 nam. Irgendwas frisst mich doch gerade hier. Oh, nee, schon wieder. Bye bye, Baby. Aber ich glaube, die Sphere ist in dem Sinne hier besser, weil zu viel Gegner. Die ist halt für Einzelkämpfe, für Bosskämpfe ist die echt praktisch, das Piranha-Ding. So. Komm on, jawoll. Ektoplasma, sehr schön. Komme. Oh, Falle. Wo kommen die ganzen Viecher auf einmal her? Necromancer. Oh. Autschi. Lass uns ein bisschen leben. Wie geht's denn dir so? Geht so mittlerweile. Da fällt mir ein, ich hab meinen Whisper nicht draußen. So. Schnell 7. Nein, die 7 war's nicht. Nein, die 5 war's. So, in der Richtung, wo du gerade bist, ist, glaube ich, mein Gold irgendwo auf dem Boden. Ziemlich sicher sogar. Ich glaube, ich habe deine Falle gefunden. Oder was? Deine Falle. Ach, die da. Hier unten war irgendwo mein Gold. Oh, nein, ich bin der Necromancer. Piss dich. Na, piss dich, Mann. Geh mit Knorker spielen, mit Dings spielen. Fuck, ich hab fast kein Leben mehr. Nein, hau ab, Mann! Anstrengend hier drin. Krasse Scheiße. Fuck. Das ist aber auch hart hier drin. Ich will eigentlich nur noch zu der anderen Dings hin. Da ist er schon wieder.
Nein! Du blödes Drecksviech! Scheiße! Ich muss schon wieder runter. Halt mal die Stellung. Für Exoplasma habe ich da mittlerweile eigentlich eingesammelt. 21, das ist wirklich. Was ist das denn? Eine Angry Nimbus. Eine sehr wütende Regenwolke im Übrigen. Komm her, du. Was hast denn du? Gold. Ja, nur ein bisschen Zeugs halt. Okay, ein Gold kann ich wieder reinpacken. Nicht quickstacken, weil ansonsten wird es sonst wo landen. Bericht. Hässliche Scheiß-Netros. Dem schließe ich mich definitiv an. Die sind echt mies, ne? Du kommst nicht weg, weil sie sich verlangsamen mit einem Schuss im Übrigen. Wenn du Pech hast, bist du so beschäftigt mit anderen Viechern noch um dich rum, dass du relativ schnell platt bist. So, ich will jetzt diese Frostkiste haben. Ich weiß, dass wir sie da unten irgendwo gesehen haben. Die grüne haben wir ja schon aufgemacht. Da war die Piranha-Gun drin. Die für die Bosskämpfe auf jeden Fall super ist. Können wir mal ausprobieren bei Gelegenheit. Mit einem mechanischen Wurm oder so. Ich gehe jetzt mal trotzdem erstmal hier runter, hier unten. Ja doch, hier unten war ich. Da geht's nicht weiter. Also ich muss auf jeden Fall hier hoch. Das ist auf jeden Fall die richtige Richtung. Da kommen erstmal wieder Viecher entgegen, die aber in Ordnung sind. Weil nicht so wirklich schlimm. Heim ich sogar nochmal. Dann ist hier irgendwo die Falle im Weg gewesen, glaube ich, die einen dingst. Oh, was braucht er? Wie sieht das hier oben aus? Ist da oben noch irgendwas gewesen? Nee, gut. Viecher! Ach, das ist die Falle. Die bauen wir gleich mal ab. So, jetzt ist die Falle erstmal abgebaut. Stimmt, hier oben war ich noch nicht. Also nicht wieder. Ach, fuck, der blöde Wisp ist ja einfach nicht draußen. Kein Wunder, dass ich nichts sehe. Das wäre schön, wenn der bleiben würde. Also, ne, wenn man das Item hat, dass es dann automatisch wieder gespawnt wird. Ja. Das wäre echt nice. That would be nice. Ah, Paladin. Komm. Also bin unmittelbar auf dem Weg. Hab hier nur noch ein bisschen Kleinkram im Weg. Und Necro. Hoba. Ja, das habe ich jetzt gemerkt. Deswegen bleib ich da mal hier. Der kommt nicht eh dann zu mir. Gehen aber auch langsam aber sicher die Munition aus. Ja, du bist wieder auf Fernkampf gegangen, nicht mit deinen Pikmis. Ja, die habe ich nebenbei draußen. Achso. Den Necromancer. Ist platt? Ne, ist nicht platt. Komm, wo ist er? Problem ist halt, ich hab dann zu viele Gegner irgendwann. Und meine Sphere macht zwar unglaublich gut Schaden und sehr schnell, allerdings kann sie auch nur so viele Gegner auf einmal in Schach halten. Grabstein. Pushen, getrunken. Da ist ein Banner nochmal. Genau, hier unten war ich. Da ist die grüne Kiste, die ich gelootet hatte, genau. Bin ich eigentlich dann da hinten noch weitergegangen danach? Weiß ich gar nicht mehr. Glaube ja. Oder auch nicht. Gehen wir jetzt mal da lang. So. Das hilft doch mal wenigstens halbwegs in die Richtung, wo ich hinschieße, Mann. Jetzt gehe ich jetzt mal ganz runter. So, der ist auch auf dem Weg. Da kommen nochmal Viecher. Aber. Kiste, aber eine normale. Da ist nochmal so ein. Ah, das habe ich noch nicht da oben. Das will ich haben. Ein Bild. Ein Bild von einem Mann. Paladin verfolgt mich im Übrigen, wie ich gerade sehe. Ja, der war normal. So, das will ich noch haben. Sterbt ihr mich, Viecher? Sterbt! Scheiße, bin schon voll. Die Falle ist im Weg. Ah, geh weg, du. Druckplatte noch weg. Dass hier drüber kommen, einigermaßen. Was ist das denn hier? Nehmen wir noch mit. Glorify haben wir eigentlich schon, aber egal. Ah, jetzt blaue Kiste. Ich hab die blaue Kiste gefunden. Und deswegen gleich mal das hier wegmachen, weil da wird was drin sein. Nein, ich krieg's nicht auf. Oh, was ist das denn? Fuck, Bonely. Oh, was ist das? Was hast du? Sache.
Ich kann es nicht, ich weiß nicht, ich hab's tot gemacht, aber es hat die ganze Zeit irgendwelche komischen weißen Bälle auf mich geschossen. Oh, fuck, 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 fuck. Komm ich auf. Ah, fuck. Aber die Kiste konnte ich nicht aufmachen, also es war eine andere Kiste. Die war zwar auch blau, aber ich konnte es nicht öffnen. War so eine. Ach, vielleicht war es auch eine normale nur, das kann auch sein. So, zusammen? Ja, ja, gerne. Ich packe jetzt mal ganz kurz das Zeug weg. Nochmal kurz durchatmen und dann versuche ich es nochmal.